Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem Alex. Mit dem Alex. Alex, alles klar? Ja, ich habe doch Hallo gesagt. Ja, das kam nicht an. Das kam nicht an. Jetzt kam es an. Jetzt hat das auch jeder gehört. Da bist du dreimal zu hören. Okay, so, das Mikrofon ist schwach. Ja, dein Mikro. Du brauchst endlich mal ein anständiges. Ja, es ist ja schon unterwegs. Ich habe schon zur Stift gesagt, es ist unterwegs. Es handelt sich nur noch um Wochen. Mama Peitsche, Mensch, wir hatten dich einen ganzen Monat, über Monate nicht, ja? Monate, Alex, Monate. Nur was mit das, Hand- und Fußkommunikation. Wenn ich was bestelle, dass es meistens aus Japan kommt. Ja, warum bestellst du denn in Japan? Ich würd das schon längst irgendwo in Europa kaufen, Mensch. Ja, die Händler, wo ich bei Amazon bestelle, die kommen halt einmal von. Bestell ja bloß bei Amazon. Anders kommt ihr nicht in die Tüte. Anders kommt ihr nicht in die Tüte, ach du Heiliger. Ah, Mausi war schon im Campenpark. Ich sehe hier überall noch Plasmaschleim rumliegen. Ja, ja, ja. Mausi erwischt. So. Aber wir kriegen trotzdem noch unsere Süßigkeiten. Mehr Süßigkeiten, mehr Süßigkeiten. Bis die Zähne so faulend und abschwallen. Oh, ja. Wobei, die Süßigkeiten selbst fresse ich nicht. Die stecke ich einfach nur wieder hinten rein, aber egal. Wein. Ich will die Baupläne haben. Ja, ich habe schon so viel Verbrannte umgebracht, ne? Und noch kein einziger Bauplan. Ne, Baupläne habe ich jetzt schon ein paar gekriegt, aber es ist halt... Ja, den ich unbedingt haben möchte, ist der rote Dino. Ja, den hat der Stift gestern gekriegt. Ja, den möchte ich ja gerne haben. Das wäre so mein Highlight-Bauplan. Natürlich nehme ich die anderen Sachen auch gerne, die da drin sind. Das ist nicht so schlimm. Es gibt ja sowas wie ein Schädelkostüm noch. Und so. Schädelkostüm sei schon hier so ein... Das, was wir auch in Atomshop haben. Bloß mit grünen Flammen statt mit roten. Aber, ist bis jetzt noch nicht so gekommen. Aber auch, ich nehme auch die Power-Rüstungslackierung, sage ich auch nicht nein zu, ne, also. Das einzige Problem bei der Power-Rüstungslackierung, ja, das ist die Höllen, ist eine dritte oder vierte Höllenfeuer-Lackierung schon. Da habe ich jetzt gerade mal die Brust gekriegt. Ja, ist halt ein bisschen problematisch, wenn man nur eins kriegt, aber okay. Waren wir eigentlich bei der Ausblickhütte? Ich glaube nicht, ne? Komm, wir gehen jetzt hier mal nochmal zum Damm runter. Ach komm, ich kenne doch Poseidon. Ich hätte doch bitte so Poseidon machen können. Da oben ist er auch ordentlich was an Verbrannten. Ja, ja, ja. Nee, aber es gibt eigentlich schon schöne Baupläne. Aber dafür muss ich halt grinden, 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 grinden. Das Problem ist, El Pecha hat halt nur limitierte Zeit zum Grinden. Ich hab zwar heute Morgen schon mal mit meinem anderen Privat schon so ein bisschen gegrindet. Der hat auch schon zwei weitere Blaupläne raus, die er noch nicht konnte. Auch schön. Aber naja, ist halt immer so ein bisschen lackabhängig, ne? Manchmal kriegt man halt eine Rotze, 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 Rotze. Kennt man schon. Und bis zum nächsten verbrannten Event wollte ich nicht warten. Aber es läuft doch hier. Wir sind schon wieder bei 34, 35. Wöchentlich haben wir jetzt schon einmal abgeschlossen. Mit einer LP. Einmal habe ich sie jetzt mit einem Privaten gemacht gehabt. Jetzt sind wir auch schon wieder bei knapp fast durch. Die Booster schmecken halt auch gut, ne? Also kann man immer mal wieder gebrauchen. Willst du beim Poseidon Energy mitschauen, weil ich stehe gerade auf dort, dann warte ich ja mal, bis du kommst. Nee, dann hau rein, dann gönn dir. Dann nehme ich andere Spawnorte. Das ist nicht so schlimm. Aber Palacia ist nicht so klein.
Aber die Spawns sind nicht so gut. Na, es geht, ne? Waren schon mal besser. Ja. Besser. Abwarten, Tee trinken. Lass ja nicht vergessen, auf dem Privatserver finde ich das sogar noch ein bisschen schwerer als auf dem öffentlichen. Aber dafür musst du auf dem öffentlichen dann auch einen fast leeren Server zu erwischen, ne? Ist dann halt auch wieder so ein Ding so, find den mal. Früher waren es besser. Früher bin ich mal groß und zu dem Riss, hab ein paar Dinge abgekrabbelt. Ja, das geht ja schon lange nicht mehr. Ja, das geht ja schon lange nicht mehr. Du hast das Zeug ratzig-fatzig kriegt er. Ja, ich geb's zu, das war ein bisschen cheaty, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Ne, ich würd's auch befürworten, wenn das wiederkehren würde. Es war drinnen, als ob ich das ausgenutzt. Ganz einfach. Genauso wie in Instanzen, dass denn da die wenigstens spawnen könnten. Ne? Das wäre halt auch schon schön. Ah, jetzt habe ich einen Respawn hier. Aber jetzt, da darfst du um jeden Einzelnen kämpfen, das ist ja... Naja, um jeden Einzelnen kämpfen jetzt noch nicht, gibt ja zum Glück... Ich hab zwar doch für 50 gebraucht, das ist sicherlich. Gut, kommt bei mir auch hin. An einem Doch geschafft. Wo man nur da das untere Ziel abgrabbeln hat können. Dann zum Massenspawns ausgelöst worden. Das waren noch Zeiten. Das war super. Ja, es ist halt gut. War cheaty, aber gut. Ah, schauen wir jetzt noch. 12 Stück bräuchte ich noch. Ah, schaffe ich noch, schaffe ich nicht, schaffe ich noch, schaffe ich nicht. Ich muss erstmal gucken, dass ich mich irgendwie trümpel. Eigentlich müsste ich hochgehen, damit ich das hinstellen kann. Hier kommen ja jetzt sowieso nur Ghule. Boah, aber gerade so mit dem Jetpack. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Jetzt komm schon. AP, lass mich dich im Stich. Dankeschön. Will doch nur kurz das Ding hier hinstellen. So. So, erstmal kleine Mann machen. Hör an, oh mein. Boah, trag hier schon wieder zig Waffen mit mir rum. Zig Waffen. So, und natürlich habe ich das Ding so hingestellt, dass ich den Schrott da nicht reinschmeißen kann. Na gut, dann lassen wir das mit dem Schrott. Gut, dann waren wir da. Dann gehen wir nochmal zu den Docks rüber. Aber dann machen wir Schnellreise drüber. Verbrannte, verbrannte, verbrannte. Wir jagen sie die ganze Nacht. Bis sie ausgenuckelt sind. Oder bis sie Wend nicht mehr ist. Eins von beiden. Na gut, für den LP-Char ist das doch, jetzt. Die hätten warten müssen bis zum großen Batch. Wieso bis zum großen? Der kommt am 5. Und so erhöht worden ist. Ja, aber der kommt doch erst am 5. der nächste Patch. Ja, macht doch nichts, so lange hätten es doch nur warten können. Ja, aber Halloween ist ja schon vorher, ne? Dann haben wir ja schon Feiertagsverbrannte so langsam. Ja, aber die Chance für Baupläne wäre höher gewesen. Ja. Mein Gott. Ich sag mal, ich habe über 50, weit über 50 umgebracht und keinen Bauplan. Es ist doch traurig. Grinden, 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 grinden. Bis dir die Verbrannten von oben aus den Ohren rauskommen. Und da ist er tot. Nein! Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Hat es geschafft? Dank Banner hat er es geschafft. Okay. Ja, außer mir wäre es jetzt so gegangen wie dir letztens. Banner tot. Ja, das war ja auch eine krasse Drohne, ne? Das passiert mir aber auf der kaum schlechtes Banner on, tot. Freust dich schon, juhu? Ja, das Problem ist, wenn man halt blutbefleckt ist, ne? Dann hilft das halt überhaupt nicht so, das Banner, finde ich. So Full Life, das ist kein Problem, du wirst ja instant voll aufgesetzt.
Da hältst du dann auch nochmal so einen Aggressotronenstrahl so 2 Sekunden länger aus, aber das war's auch schon. Was die Animation braucht meistens viel zu lange. Das ist so das, was tödlich ist. Genauso wie diese Süßigkeiten-Tasche, die ist auch tödlich, tödlich lecker. Hm. So, mehr haben wir hier aber leider nicht. Tödlich leckere Süßigkeiten. Hm, was haben wir denn da? Mischlinghorde. Wer interessiert sich schon für eine Mischlinghorde? Wir haben eine Bot-Parade. Ach nee, der kann. Das sind Verbrannte oder Dings. Nee, wollen wir nicht. Nicht interessant genug. Nicht interessant genug. Schön wählerisch. Ja, nee, es muss schon, also wenn da keine Verbrannte spawnen können, ne, wäre das jetzt zum Beispiel oben im Moor das Botstop gewesen, ich hätte es instant gemacht. Hallo, das sind durchgängig Verbrannte. Ich mache jetzt sogar so seltene Events wie, wie heißt das hier, nicht immer auf Streife oder wieder auf Streife, nein, wie heißt denn das? Mann, ich komme schon wieder nicht drauf. Ja, immer wachsam. Selbst das lohnt sich jetzt an einigen Sendetürmen zu machen, weil es halt Verbrannte dort gibt. Na, also, es ist. Selbst erlesene Gäste gucke ich mir kurz an. Erstens, um die Verbrannten davor wegzuräumen. Klar. Aber danach kann man ja dann nochmal gucken, weil du hast dann eine Drittelwahrscheinlichkeit, dass du entweder Ghule, Supermutanten oder Verbrannte hast. Das heißt, wenn du Glück hast, hast du sogar bei erlesene Gäste endlich was Nützliches, weil es spawnen Verbrannte. Es ist zwar nicht hundertprozentig, aber man kann hier wenigstens gucken, ne? Wenn es Supermutanten ist, dann geht man instant wieder. Wenn es Ghule sind, dann geht man auch wieder. Fertig, aus. Wo ist das Problem? Lass das Event doch rumlaufen. Und ansonsten machst du das Event, kriegst nochmal doppelt EP und so und vielleicht auch mal ein paar Verbrannte, ne? So muss das laufen. Heute früh, ja, besser gesagt gestern früh. Boah, weg steht ein Eignummer im Kopf, dass Verbrannte kommen. Ja, es ist halt so, man macht halt ein bisschen was anderes, ne? Das sind halt jetzt so die ganzen Ausrufezeichen, ich lasse sie links liegen, sie sind mir egal. Hier ist ein Supermutantenhund. Ich wollte gerade sagen, was schreit mich denn jetzt hier an, während ich auf der Karte bin? Nee, aber sonst sind mir dann halt so die anderen Events so momentan total egal. Da kann es jetzt auch. Ja, jetzt könnte jemand einen Titan schmeißen, ich würde nicht zum Titan gehen. Ich würde lieber Verbrannte jagen. Ne? Weil, ja, Titan kann ich immer machen. Und auch die anderen Events, die kriegst du halt immer. Ah, Verbrannte, Halloween-Verbrannte hast du nur einmal im Jahr. Ah, die guten Gartenzwerge hier. Die sich knuddeln. Oh, hier hatten wir keinen Lack, wa? Kein Lack. Ich würde sagen, da müsste doch noch einer drinnen sein. Gut. Da hatten wir keinen. Wir könnten nochmal Harper's Fury. Wären jetzt entweder Mutanten. Könnten Verbrannte sein. Kommt ganz drauf an. Vielleicht haben wir Glück und es sind Verbrannte. Und erstmal ganz drauf an, was wir jetzt außenrum stehen haben. Ist ja auch immer von Server zu Server anders. Wir haben schon mal Supermutanten draußen. Dann sieht es schlecht aus, dass drin was ist. Ah, nee, drin sind Verbrannte. Verbrannte. Ja, dann draußen können wir stehen lassen. Interessiert nicht mehr. Wir wollen nur noch rein. Ja, genau. Dich will ich haben. Mit deinem wunderschönen Kostüm 41. Mit dem Aristokraten-Dönermesser. Hm. So, hinten haben wir schnell durchrennen hier. Irgendwo wieder schon wieder was Legendäres gekriegt. Na denn. So.
Mich da hinten mache ich nur weg, weil ich EP brauche. Eigentlich nicht, aber wir tun so, als wenn wir EP brauchen. So, haben wir die nächsten zwei. Der dritte wollte nicht aufstehen, wird er gleich erschossen. Böses Geschütz. Es wollte mich grillen. Ah, haben wir hier drin noch einen? Ich liebe die Banners und so. Wo bist du denn jetzt dran gestorben? Oh, ist das schön. Kacke. Wo bist du jetzt dran gestorben, Alex? Das war ja auch geil. Erst hat er mich kaut, dann hat er das Banner angestanden und dann hat er mich wieder kaut. Autsch. War super. Ah, 42. Ah, ihr habt nichts mehr. Na gut, dann gucken wir mal. Barclay waren wir schon. Wir müssten mal wieder so eine Hochburg angreifen, wa? Komm, gehen wir mal. Und zu den Pleasant Valley Hütten. Da habe ich auch immer mal Glück, mindestens ein oder zwei zu kriegen. Naja, kriegen wir jetzt sogar drei. Oder gar keinen. Gar kein schlechtes Ergebnis. Gehe ich nie wieder hin. So, bis normal. Ja, nicht wir. So, die ersten vier haben wir hier, aber leider normale. Gehen wir hier mal kurz zur Alien Blaster Ding. Da setze ich mal hin. So. Mal alles mitnehmen. Kommt, meine kleinen Verbranntis. Werde zu Halloween verbrannten. Gönnt mir den wunderbaren Sound. Was? Nicht was, sondern wer? Ja! Kann nicht. Doch, kannst du. 43. Hier ist keiner. Gut, dann eins weiter. Na, haben wir hier einen? Steigen auch ins Dach ein. So. Na? Hier ist er. Oh! Im Doppelpack! So. Ey, bei mir läuft immer die ganze Zeit irgendwas durch hier. Das ist der Wahnsinn. Siehst ja bald gar nichts mehr. Na gut, Watz hilft auch, aber... Schauen wir mal. Na, wo haben wir hier noch? Nee, leider höre ich nichts mehr. Das heißt, hier ist nichts mehr. Ach, hallo Alex, was machst du denn hier? Nimm ich dir jetzt gerade deine... Es gibt ein neuer Spawn, wenn ich komme. Ja, so. Ne, der neue Spawn ist jetzt eher durch mich angesetzt hier, weil ich war hier noch nicht. Oh, da war ein verbrannter Leggy. Jetzt habe ich... Ja. Ist halt blöd, bis jetzt zu zweit das abzuspielen. Weiß nicht, ob du den noch kriegst. Der war da hinten auf dem Tower. Ich mach nur. Yes.
Hoppala. Ja, angewatzt und runtergefallen, ne? Also, perfekte Kombi. So, nehmen wir einmal mit. So, und der muss natürlich auch nochmal mit. Dann haben wir die auch schon mal alle. Dann gehen wir jetzt nochmal hier vorne hin und... Oder warst du schon durch, oder? Dass er die Tür gar nicht aufgemacht. Und die Dosen gar nicht mitgenommen. Hast du nun kurz geguckt, ob da mit, zu hören ist oder was? Ja. Ja, muss sie aber schon wegmachen, sonst spawnen ja keine neuen. Sonst bleiben die ja gelockt. Das ist ja nicht gut. Immer schön artig wegmachen. So, dann zerlegen wir jetzt hier nochmal schön alles. Damit wir uns auch wieder ein bisschen bewegen können. So, 4 Stück fehlen noch. Oh, komm, wo hole ich mir jetzt nochmal 4 Stück ab? Ihr habt halt so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ah! Die 4 Stück. Valley Galeria? Valley Galeria? Ja, reingehe ich aber nicht, weil bringt ja nichts. Sei nur. Die 4 Stück da vorne, die habe ich ja schon gemacht. Ich hab doch gestern innen drin 4 Stück rausgeholt. Ja? Oh, Glück. So. Doch ja, die spawnen. Gut, gehen wir gleich zum nächsten rüber. Wir runden halt wieder von vorne an. Ne, ist halt immer Glückssache, ob die spawnen oder nicht, ne? Am besten immer alles schön artig wegmachen, weil, ne? So, jetzt gehen wir hier nochmal den Tempel durch. Vielleicht haben wir im Tempel nochmal Glück. Aber hört sich nicht gut an. Ich glaube, heute früher auch war raus bei der Kaffeefahrt um. Ja, ja. Die Nebenhäuser waren drinnen bei mir. Aber ich habe hier wohl wahrscheinlich eher Pech. Das sind alle nur normale. Ich höre hier keinen. Normalerweise bei Grubijagd hast du eigentlich auch immer einen Grubi hier, aber ich habe heute gar keinen hier. Ah, doch, einer. Aber der macht keinen Sound. Warum nicht? Okay, einer war drin im Seitengang. Der hat aber keinen Sound gemacht. Der hat ja noch nicht mal ansatzweise gehört. Das sind die sogenannten Silence Halloween Verbrannten. Also. So, seid schon wieder überladen, ey, weil ich einfach zu viele Waffen und alles mit mir rumschlepp. Man lootet ja immer alles, ne? Ja, nur. Ja, ich glaube, muss mal gucken, dass ich bis Dezember mal meine Ausrüstung versuche noch zu verbessern, aber ich glaube nicht, dass ich das noch hinkriege. Weil Dezember geht dasselbe Spielchen ja schon wieder los. Ja, eingegrindet wieder. Ja, aber gut, das ist ja dann erst Mitte Dezember müsste das sein. Also, man hat ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also, wir haben ja jetzt noch einen ganzen Monat quasi. Wahnsinn, ich habe jetzt, wie die Verbrannten angefangen hat, habe ich bei meiner 10mm bin ich mit 1000 Schuss weg. Exakt mit 1000 Schuss. Jetzt habe ich 11.000. Ja, ja.
Das verbrannten Farmer, das bringt ja wirklich was, ne? Ja, ich bin jetzt mit 500 Ultrazit auf der handgefertigten gestartet und bin mittlerweile bei 2009. Also dafür, dass es eigentlich auch sehr selten droppt. Es geht aufwärts. Ich mach Plus. Und solange man Plus macht, ist doch alles in Ordnung. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich bräuchte am besten nochmal einen großen Ort, weil ich brauche noch zwei. Na komm, ich nehme nochmal einen kleinen mit. Ich möchte jetzt den Tragkapazitätsboost auf meinem Pager haben. Oder sind jetzt nur noch zwei? Weil wenn ich jetzt umlock, oder bezüglich jetzt, dann sammelt der andere ja. Der kann, hat genug Zeit. Der kann auch mehr Stunden reinstecken. Ist nicht das Problem. Muss es so oder so noch, aber das ist eine andere Sache. Da kriegen wir nur hin. Ich brauche noch zwei Stück. Dann kann ich wenigstens sagen, dass der LP-Char 100 Stück in der ersten Woche schon mal gemacht hat. Und das noch ohne Stream-Referenz. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, komm, dann gehen wir erst zu Gross, dann gehen wir zum Park. Also eher gesagt zum Rummel. Da kennt ein Park, musst du ein wenig warten, weil den habe ich gerade gemacht und da war aber nichts. Nee, Rummelplatz wollte ich machen, nicht? Da unten, da musst du den vorne abwarten. Rummelplatz, nicht Campenpark. Ja, ich hab's dann schon. So, aber es fehlt jetzt noch ein einziger. Komm schon. Einen werde ich doch noch irgendwo finden. So, einen. Komm. Rummel. Rummel die Dummel. Da unten müsst ihr es definitiv anfinden. Nee, ich port hier gerade querbeet durch die ganze Geschichte doch durch. Das hat gerade keinen Plan. Und so, ich fange oben an und höre unten auf. Ja, wie gesagt, bei meinem anderen habe ich das eher mit Plan. Da bin ich dann auch ein bisschen schneller. Ja gut, da mache ich dann auch größtenteils die Challenges nur als erstes fertig und dann sehe ich zu, dass ich dann nur noch das mache. Da habe ich aber keine Unterbrechung wirklich dazwischen. Da ist mir auch egal, ob ich denn was zu essen habe oder nicht. Der hat auch ein bisschen bessere Ausrüstung. Ja, ich höre meinen letzten. Ja, da ist mein letzter. Ich habe meinen Booster gekriegt. Doch, da ist ich habe meinen Booster gekriegt. Jetzt machen wir hier noch sauber, dann können wir die ganzen Käse nochmal aufmachen. In der Hoffnung, was Cooles Neues rauszukriegen. Der Mr. Katzi, bring die Sau um. Genau. So, gehen wir mal hier hinten durch. Immer gewiss damit, Mr. Gatzi hat immer recht. Voll, was er sagt. Oh, noch ein! Der läuft. Ein Bonus! Natürlich musste der den anstachelnden Gatling-Laser beitragen, der natürlich wieder 30 Kilo wiegt. Oh, Mann. Aber ich hab Popcorn, egal. Ich hab Popcorn. So, hier mal kurz ins Haus und dann können wir auch mal nochmal verwerten. Gut, hat gepasst. So, dann machen wir einmal kaputt. Mal das Ganze klein machen hier. Kriege ich auch den Anstallenden weggeschleppt. Böse Gatling hier. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal einmal auf. Wir haben jetzt heute 33 Süßigkeiten-Taschen gemacht. Passt. Für knapp eine Stunde Arbeit. Für knapp eine Stunde Arbeit kann man sagen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, und wir haben... Oh, Bauplan Henkermaske. Und die Powerrüstung. Oh, die Beine für die Prototyp. Ja. Und Werbepapiergeist Laterne. Ja. Drei weitere Baupläne. Und Bauplan Kultistendolch. Jawohl, den brauche ich wie ein Loch im Kopf. Ja, komm, ich habe den Fleischerhaken, ja. Ich gebe dir Fleischerhaken. So, und während ich hier geöffnet habe,
Habt ihr mich hier umzingelt oder was? Was ist denn mit euch los? Da waren ja noch welche. Bauer Lucky. Was ist Lackierung jetzt? Höllenfeuer V2. Okay, hier ist jetzt gerade nochmal was gespawnt. Wie ich das jetzt hingekriegt habe, keine Ahnung. Warum spawnt jetzt hier alles auf einmal hinter mir? Egal, jetzt habe ich nochmal einen, den muss ich aber jetzt noch vorher öffnen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Das spawnt die hier einfach. Und gönn mir nochmal einen. Wo ist er dann? Nee, hä? Der hat sich gelootet? Doch, aber ich glaube, ich habe ihn zu schnell weggeschossen, oder? Schweinerei, Beschiss, ich wurde um was betrogen. Hä? Da hatte kein Spy. Oh, Beschiss. Beschiss. Ich wurde beschissen. Was haben wir denn eigentlich hier gekriegt? Clownshüte, Gazellenmaske. Ja, können wir alles wieder wegpacken. Oh, der saubere Rangerhut. Oh, ist der wichtig. Ja. Nee, aber tatsächlich, ich wurde beschissen. Der war doch hier einer legendär davon. Oder war da keiner? 20 aufmacht und 2 Baupläne. Bin entzückt. Naja, ich habe 30 aufgemacht und 3 Baupläne gemacht. Also passt das. Pro 10 verbrannte, ne? Ich habe schon wieder überladen. Ich kann schon wieder nicht wegporten hier. Jetzt geht's aber los da. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Dass ich auch das Richtige erwisch. Beim anderen bin ich mir immer nicht so sicher, wer wo was hat. Also aufbewahren. Aber jetzt können wir auch wegporten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüssi.